Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem mittlerweile 100.000 Abonnenten großen Kanal. Vielen, vielen Dank. Heute ist ein Tag zum Feiern. Die Sonne scheint. Wir sitzen alle fröhlich und glücklich zu Hause und teilen es gerade hier im Livestream mit, wow, krass, insgesamt fast 250 Zuschauern. Es war super spontan, nichts angekündigt. Ihr wisst es, hier auf Twitch und YouTube gleichzeitig. Falls ihr es verpasst habt, dürft ihr natürlich gerne abonnieren und die Glocke gedrückt halten oder so. Und dann steht da alle und dann verpasst ihr nichts mehr. Oder eben auf Twitch folgen oder abonnieren oder wie auch immer das Ganze heißt. So, der Chat hat sich jetzt hier unbedingt etwas gewünscht. Und zwar von UFO361 die neue Nummer Final Fantasy und... Das sind zwei Songs. Fokus auf die Zukunft. Der hat das Ganze ja schon geteasert. Aria Nejati von hiphop.de macht ja gerade diese FaceTime-Interviews. Die kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Schaut da mal vorbei. Vor allen Dingen, wenn es eure Lieblingskünstler sind, aber auch bei den anderen, ist vielleicht mal ganz interessant. Da hat UFO das auch gedroppt, tatsächlich den Song halb angeteasert. Deswegen und ein bisschen über sein Album und so gesprochen. Stay high, Mount Everest, Rich Rich auf die Eins. Chille in der Karibik, Final Fantasy Vibes. Kein Stück von Kuchen, nein, ich will eine Konditorei. Von der Zahn ist alles nur meins, Digga, ihr seid kein Vergleich. Ja, sie erfüllt meine Wünsche, als wäre sie Genie. Ihr habt es nicht verdient, nein, ihr seid zu greedy. Nein, ihr habt es nicht verdient, nein, weil ihr schlaft. Ackerhart, macht die Nacht zum Tag. Ja, meine neue Chain ist da. AP Skelly, mein Favorite, ja. Dicker, sie twerkt, bin faded, ja. Nice Bitch kommt aus Vietnam. Meine Bettwäsche, Seide. Legends, so wie Michael. Werde reich, obwohl ich nicht schreibe. Scheffel, Scheine. Glaub mir, ich mach mir keinen Kopf um die Hater mehr. Dicker, ich sammel jetzt Euros. Dicker, du redest von Drip, deine Diamonds nicht echt. Dicker, alles nur Pseudo. Diamonds clean, Ice Age. Im Lamborghini auf den Highways. Nie wieder mit euch. Lieber bin ich jetzt alleine. Stay high, Mount Everest, Rich Rich auf die Eins. Chille in der Karibik, Final Fantasy Vibes. Kein Stück von Kuchen, nein, ich will eine Konditorei. Von der Zahn ist alles nur meins, Digga, ihr seid kein Vergleich. Richtig trappig, ja? So wie er es gesagt hat im Interview. Wollte mehr richtig auf Trap gehen diesmal. Jetzt kommt der zweite Song. Fokus auf die Zukunft. Fokus auf die Zukunft, ja. Fokus. Trinken Lean mit Bad Bitches, Turbos, ja. Rich, Rich, Dicker, machen nur noch Plus, Rich, Rich. Zu viel Water Drip, Dicker, wie ein Floß, Rip. Rest in Peace, Rest in Peace, Karl Lagerfeld, ja. Du hast kein Water, ja, man könnte dich Sahara nennen, ja. Du kannst nicht mit Prada reden in deinem Zara-Hemd, ja. Dicker, dein Album klingt so wie von einer Schlagerband. Fokus auf die Zukunft, Fokus auf ein Ego, ja, alleine, Dicker, für mein Pude. Ich jage nur das Money, nein, ich war nicht in der Schule. So viel Drip, Leute denken, ich bin durchgehend am Duschen. Ich chill mit Future, Dicker, du in der Vergangenheit, yeah. So viel Rick Owens, Dicker, passt nicht in meinen Schrank rein, yeah. Du guckst mich an, ja, studierst mein Fit, yeah. Und danach ziehst du dich so an in deinen Clips, yeah. Deine Diamonds sind fake, du bist broke, fake. Was du im Jahr machst, mach ich nur mit einer Show, yeah. Fokus auf die Zukunft, ja. Sie hat geblasen und du machst jetzt mit dir Zunkus, ja. Wir sind Legends, ja, ich komm mit Jimmy Torrey. Fokus auf die Zukunft, fahr in einem DeLorean. Mach es für die Fam, Dicker, Gott ist mein Witness. Erst wenn du alles hast, Dicker, bist du rich, 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 rich. Fokus auf die Zukunft, ja. Oh. Wenn du alles hast, Dicker, bist du rich, rich. Der Beat Switch, geil. Fokus auf die Zukunft, ja. Nice. Ja. Yeah. Fokus auf die Zukunft. Krass, in 3:25 haben wir zwei Songs. Warte, sind es die kompletten Songs oder sind das Ausschnitte? Wisst ihr das? Schreibt das mal, lieber Chat. Weil das ist schon krass. Also die Songs werden ja immer, immer kürzer. Kein Wunder, dass man dann so schnell ein neues Album machen kann, oder? Just saying. Na, also, der Chat schreibt schon, dass die Fokus auf die Zukunft viel geiler finde. Ich muss sagen, kann ich verstehen, habe auch das Gefühl gehabt. Das liegt aber vor allen Dingen
würde ich behaupten, Tempo und Bounce, oder es, weil das Tempo ist ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger, und da ist man durch den Flow, den er da auch benutzt, viel mehr drin. Hier geht es nicht nur darum zu sagen, ja, welcher Song ist besser, welcher ist schlechter, sondern zu ergründen, warum das vielleicht so ist oder warum man es vielleicht so wahrnimmt. Deswegen ist der Austausch natürlich mit euch hier live sehr, sehr geil. Deswegen, okay, es sind nur Ausschnitte. Okay, okay. Ich wollte mich schon wundern. Wollte schon sagen hier, yo, das kann ja nicht sein. Ja, aber alles definitiv, so wie er im Interview gesagt hat, auf hiphop.de. Checkt das auf jeden Fall ab auf hiphop.de. Das Interview mit Aria, FaceTime Calls, so heißt es. Oder sonst bei Aria auf Instagram oder hier auf YouTube eben, hiphop.de. Falls ihr es verpasst habt, war sehr, sehr interessant. Da hat man schon gesehen, er hat gesagt, er will auf jeden Fall richtig Trap gehen, und das hat er gemacht. Das merkt man einfach, er benutzt eine andere Tonlage, die Stimme ein bisschen anders, die Flows sind komplett anders. Er legt da doch noch ein bisschen mehr Rap-Skills quasi an den Tag, was von manchen vielleicht immer so ein bisschen, wo er da belächelt wurde, nicht als richtiger Rapper und so. Ja, aber das ist auf jeden Fall Rap. Par excellence, darf man fast sagen, zumindest in der Neuzeit, in der heutigen Zeit, weil das eben Trap ist, ein Trap-Film. Finde ich ein bisschen lustig auch, weil ich meine, Trap ist jetzt schon einige Jahre alt, dass er jetzt den Trap-Film macht. Aber das liegt, glaube ich, daran, so wie ich das rausgehört habe aus dem Interview, dass er vor allen Dingen selber das schon lange machen wollte. Und das dann immer aus gewissen Gründen und Umständen dann doch nicht gemacht hat und jetzt gerade halt voll Bock hat, das zu machen. Deswegen finde ich es schon wieder sehr, sehr geil, weil er sich da dann einfach selber treu bleibt. Cool, auf jeden Fall. Wir gehen mal auf das Musikalische ein. Man hat ja am Ende den Beat ganz gut gehört hier bei Fokus auf die Zukunft. Ah, ja gut, war der Switch leider schon drin. Ja, im Endeffekt ist im Hintergrund einfach wieder ein Sample. Ihr hört, es ist hier in einer anderen Tonlage angesetzt als hier hinten. Und tiefer klingt. Es klingt so schon echt nice. Das ist ein melodisches Sample im Hintergrund. Was es genau ist, werde ich jetzt so natürlich nicht raushören können. Irgendwas zusammengeschustert, was natürlich sehr flächig. Ich glaube auch einiges mit rückwärts spielenden Sounds da gemacht wurde, die dir dann ineinander fügen, in die vorwärts spielen. Ich werde einfach selber anfangen, mehr Videos zu machen, wo ich so Dinge selber zeige, damit ihr genau versteht, was ich meine. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt es in den Chat. Der Chat hat's, weiß ich eh schon, weil ich es gerade schon seit 2-3 Videos sage. Aber ja. Genau, hier ist dann der Switch. Im Endeffekt ist da dann das melodische Sample eine Oktave tiefer. Wenn du alles hast, ich glaube sogar 2 Oktaven. Fokus auf ja. Die Zukunft. Drums, ganz normal, 808, alles absolut im Zeitgeist. Und hier der Supers auch. Also keine Geheimnisse, sind zwischendrin mal so kleine Spielereien drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Sample drin ist oder zusätzlich eingespielt wurde, hier nochmal auf der melodischen, harmonischen Ebene, dass er hier so ein, nochmal so ein Reverse und oh. Hab ich da jetzt noch ein Instrument gehört? Ja, spielt. Ja, ist super, super leise, aber tatsächlich drin. Ne, sehr, wirklich eine sehr, sehr runde Masse hier, was das Sample und alles Harmonische und Melodische angeht. Fast ununterscheidbar das Ganze, was da zusammengeschustert wurde. Aber dadurch wirkt es einfach homogener. Das ist das Schöne dran. Krass, ja, sehr, sehr leise. So, das ist der Beat. Gehen wir mal auf den ersten ein. Final Fantasy. Ist alles nur meins, Digga, ihr seid kein Vergleich. Ups. Rich auf die Eins, chille in der Karibik. Also, habe ich vergessen, hier war auch irgendwo mit Vocals, wurde da ein klein was reingechoppt. Das werde ich jetzt aber nicht nochmal finden. Fokus auf die Zukunft, fallen im DeLorean. Mach es für die Fam, Digga. Ja, also hier ein Adlib, und ich glaube tatsächlich auch seine Stimme reversed.
ne, bevor Fam kommt, ist so ein kleiner und ich glaube, das ist seine Stimme, die da rückwärts eingespielt wurde, vielleicht auch vorwärts, aber also so Sachen sind da schon drin, deswegen sind die Beats sehen schon scheinbar sehr einfach aus. Von der Produktion wird sich das natürlich von den einfachen Sachen nicht unterscheiden, aber da sind eben so kleine Detailarbeiten gemacht worden, die wirklich auf einer Ebene sind, dass man die wahrscheinlich nicht mehr wahrnimmt oder sehr wenig wahrnimmt. Und genau das macht's aus. Weil wenn man nämlich Sounddesign zum Beispiel macht und Nachvertonungen und Soundeffekte, da sagt man nämlich auch, gutes Sounddesign ist das, das man nicht hört. So. Deswegen merkt euch das, schreibt es euch in die Ohren, gerade wenn ihr anfangen wollt zu produzieren oder so Musik hört und denkt, es stresst euch irgendwie, dann liegt es daran, dass alle einzelnen Sounds viel zu laut, viel zu präsent, viel zu im Vordergrund sind und so weiter. Ne, also hier ist ein High-Cut-Filter oder eben Low-Pass-Filter drauf. Wir hören nur die tiefen bis mittleren Frequenzen. Da kommt der Bass rein. Jetzt wird es langsam reingedreht, wieder die höheren Frequenzen. Stay high, Mount Everest. Aber nicht komplett, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil er fängt dann mit dem Rap an und man könnte denken, jetzt sind schon alle Frequenzen da, sind sie aber eigentlich nicht. Ich wette da, die Instrumente würden einiges noch mehr liefern. Es hört sich an wie ein Piano. Ja, ist ein Piano, ein Klavier. Stay high, Mount Everest, Bridge Ridge auf die Eins. Chille in der Karibik, Final Fantasy Vibes. Kein Stück von Kuchen, nein, ich will eine Konditorei. Von der Zahn ist alles nur meins, Digga, ihr seid kein Vergleich. Ja, sie erfüllt meine Wünsche, als wäre sie Genie. Ihr habt es nicht verdient, nein, ihr seid zu greedy. Oh, ja, also sehr schönes Piano-Stück, das hier zusammengespielt wurde und eigentlich gar nicht mal zu krass geflippt wurde, aber so wie es gemischt ist, mit den Drums drauf, hat es so einen Trap-Charakter, gar nicht mal zu stark, deswegen kann es auch sein, dass der Chat jetzt nicht so krass abgegangen ist auf den Final Fantasy Beat, weil der nicht so super Trap-typisch ist mit einem Klavier Beat im Hintergrund oder eigentlich Klavier-Sample im Hintergrund. Genau, hier war noch ein, vielleicht, ne, sonst wieder die 808-Drums und Sub und so, alles klar, ne, wisst ihr. Aber hier auch so kleine Percussion-Fill-Ins. Ihr habt es nicht verdient, nein, ihr seid zu green. So, super kurz, echt nur so ein und geht dann rein. Nein, ihr seid zu greedy. Nein, ihr das, aber auch vom Mix her super, super gut angesetzt, vielleicht auch wichtig, so Dinge mal einzubauen, um da ja, so einen frischen Charakter reinzubekommen. Genau. No Edit schreibt hier im YouTube-Chat 700 Main Street Dead Adam sehr ähnlich. Ja, hat schon den Vibe, ne? Aber die haben ja da damals eben auch so die Richtung gemacht. Das ist ja, ne? Das ist schon der Vibe, auf jeden Fall. Mach mir keinen Kopf um die Hater mehr, Dicker, ich sammel jetzt Euros. Dicker, du redest von. Ich würde aber sagen, dass es vom Sound doch hier nochmal auf einem anderen Level ist. Ich hab's jetzt sehr vergangen im Kopf irgendwo, aber ja. Und rip deine Diamonds nicht echt, Dicker, alles nur Pseudo. Diamonds clean, Ice Age, im Lamborghini auf den Highways. Nie wieder mit euch. Ne, hier der Subbass, muss man aber sagen, das ist cleaner angelegt, auch als bei Focus auf die Zukunft. Der ist nicht so super distorted und so überrollt einen nicht so krass. Das ist hier schon eher der Fall. Ne, und auch tonal sind die hier mehr unterwegs mit dem Subbass. Ne, allerdings. Ja, das sind verschiedene Basstöne, beziehungsweise einfach Töne, die im Bassbereich spielen. Ne, so wie er jetzt auf dem Klavier dann oben rum oder in der Mitte vom Klavier Töne spielt, kann man das auch im Bass auf dem Klavier machen oder hier eben mit einem Synthesizer oder ähnlichem mit Samples natürlich auch. Und da hat man eben diesen Effekt, dass man dieses. Das sind aber eigentlich ganz normal Töne. Und der Bass auch viel, viel lauter, würde ich sagen, im Mix und dann eben auch aggressiver dadurch. Klingt auch ein bisschen dreckiger. Die Eins, Chille in der Karibik, Final Fantasy Vibes. Ja, beides sehr coole Tracks. Ich bin gespannt, was da noch weiter kommt von UFO. Auf jeden Fall Daumen nach oben. Wir gucken mal, wer was produziert hat.
Texte hat UFO selbst gemacht, Musik, ah ja genau, hat er auch im Interview gesagt, Sonus 030 hat sehr viel gemacht, Jimmy Torrio und The Crates haben auch sehr viel gemacht und JC Keys haben hier die beiden Beats hier, ich weiß jetzt nicht genau, wer was gemacht hat, vielleicht haben beide auch das gemacht. Genau. Mix und Master von Lex Barkey, sehr, sehr cool, gefällt mir sehr gut. Vocal Editing, ich habe das schon in einigen Videos beobachtet und tatsächlich hatte UFO das in dem Interview auch thematisiert, dass eben dieses Vocal Editing, dass da eine Person das explizit macht, also Bauer, dass er wirklich sich nur um das Editing von UFO kümmert. Wenn man so einen gewissen Status hat, ist es, das habe ich auch schon mal gesagt, ist es auch wirklich sinnvoll, weil die Stimme natürlich das Wiedererkennungsmerkmal ist des Künstlers auf jedem Song. Große Artists aus den USA haben das natürlich auch. Das wird dort nur nicht unter die Videos geschrieben oder nicht so thematisiert. Aber das ist sehr oft der Fall, dass sie das eben auch haben. Oder man lehnt sich dann eben an große Produktionen, die die Artists schon hatten, an und möchte das dann genauso klingen lassen. Weil je nachdem, wie es aufgenommen wurde, die Signalkette war und wie der Song ist und welche Plugins man da benutzt oder eben welche Hardware man benutzt, klingt die Stimme natürlich auch immer ein bisschen anders. Deswegen, wenn einer das immer nur macht, das Vocal Editing, weiß er genau, er hat seine Presets, wie es klingen soll und so weiter. Vor allen Dingen, wenn es woanders aufgenommen wurde, ist dann da hinzubiegen, aber auch, dass es dann wieder klingt, wie als ob es überall, also als ob es immer an derselben Stelle aufgenommen wurde, ist schon herausfordernd. Cool, dass es auf jeden Fall hier, ich glaube, das, ich sehe das auch zum ersten Mal hier in Deutschland, dass das jemand so explizit benennt. Ach so, das war jetzt nur Final Fantasy. Okay, hab's verpennt. Fokus auf die Zukunft. Text von UFO, Beat von OZ und Mix Master von Lex Barkey, Vocal Editing wieder von Bauer und Artwork von Bastian Wienicke. Die Videos waren auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Gerade jetzt, während der Krise, dass da die Leute, die ganze Crew hier auch von den Black Dolphins das geschafft haben, da noch was zu drehen mit UFO zusammen, sehr, sehr geil. Ich hoffe, unter allen Sicherheitsvorkehrungen. Ja, also, der erste Beat hier von der Riesen Crew und der zweite von OZ. Ja, ne, so, ich habe es im Chat schon gesehen, dass man meinte, wie krass man da OZ raushört beim zweiten Beat. Ich finde gar nicht mehr so unbedingt. Man kann es erahnen, weil es eben wegen der Kick und dem Bass oder Subbass und der ganzen 808-Geschichte. Aber das kann ja auch jemand anderes imitieren und auch dahin bekommen. Und es ist jetzt nicht der Signature-Sound von OZ. Man kennt ihn dafür, aber es haben auch schon andere Leute vorher gemacht. Deswegen, jein. Also ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, da zum Beispiel sagen, oh, man hat auf jeden Fall sehr, sehr krass den raus. Weil gerade bei dieser Art von Beats geht es sehr schnell, dass man diese Sachen imitieren kann und deswegen bin ich persönlich bin da vorsichtig, wenn der Chat das sagt, das ist was anderes, aber jo. Gut, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war's. Ich würde sagen, abonniert noch den Kanal und dann dürft ihr glücklich ins Wochenende schreiten, wann auch immer dieses Video jetzt rauskommt. Und genießt die Sonne, aber bitte allein. Ansonsten gibt's jetzt noch ein Thumbnail von mir. Böse. So viele Gesichter habe ich ja eigentlich auch nicht. Es ist echt eine Krise mit den Thumbnails. Vor allem ist diese Gesichtshälfte viel zu dunkel hier mit der Beleuchtung. Tageslicht. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Und danke für die 100.000. Tschüss.